Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter, oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Tja. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Okay, jetzt müssen wir zurück zum Baron. Zur Burg. Aber jetzt checken wir mal vorher ganz kurz ab hier, was wir noch an Nebenquests haben. So, jetzt checken wir ganz kurz ab hier, Quests. So, wir haben jetzt. Ich finde heraus, ob Ciri sich mit in Fehlern befindet, bla 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 bla. Skellige, das sind die Hauptquests alle. Nebenquests haben wir nur noch. Wildes Herz. Stufe 7, das lassen wir mal noch. Entschuldigung. Wir machen die jetzt hier. Stufe 5. Die ist angebracht dafür. Wir müssen natürlich jetzt auch mal gucken, dass wir irgendwo mal reparieren können. Irgendwo meine beschissene Markierung hier angesetzt. Da gibt es überall so krasse Quests auch noch überall. Heidenfeld, also hier konnte ich ja auch irgendwie nicht, oder konnte ich mich hier reparieren? Komm. Reiten wir da erstmal hin oder kann ich einen Weg benutzen? In Heidenheide bin ich jetzt. Gibt es leider noch keinen. Ne, gibt's noch nicht. Scheiße. Ist genau gequalt, dann kann ich auch reiten. Drauf, je Schisse. Reiten wir da mal eben drüber. Komm, bitte nicht jetzt hier rumspacken. Keine Zeit für. Muss er jetzt gehen. Da muss ich jetzt reparieren können, sonst drehe ich durch. Tötet ihn, haltet ihn, werft ihn in den Saaten. Muss mich verarschen, ist alles voll mit Banditen, was soll das denn? Ja, ich bin vom Weg abgekommen.
mit dir. Das scheiß gar nicht rüber hier. So, und danach suchen wir die scheiß Hexe auf eigene Faust. Aber das ist immer so erniedrigend, wenn man dann kurz davor steht und dann hängt man hier fest und guckt, was er hier macht. Idiot. Er läuft im Wasser. Das ist nicht tief genug, also er schwimmt. Oh, fix rüber jetzt hier. Das Ding mal hier holen. So, die Wegmarkierung wegmachen. Banditenlager. Das haben wir ja vorhin gesehen, okay. Plötzlich ist das doofe, die doofe Sau. Nie meine Dings benutzt hier. Ach scheiße. Meine Armbrust. Ich habe mich hier krass unbeliebt gemacht, weil ich die Banditen gekillt habe. Hey Leute, ihr habt doch jetzt keinen Stress mit mir hier, oder was? Die haben Stress mit mir. Was soll das denn? Na, Scheiße. Na, komm schon. Reihe bilden. Fangst los. Ich kann doch nicht alle Leute killen hier, ey. Das ist doch scheiße. Ich komme hier jetzt nicht durch, ne? Machen wir mal die Druckwelle. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße hier, wenn ich... ...die nur Stress habe. Ey, das kannst du auch in eine Tonne kloppen. Ja, ich weiß, dass die vermisst ist. Lass uns, bitte! Halt! Wer ist da? Ist der Baron zu Hause? Geht oh, ein Scheiß Passierschein garantiert. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat ja einer den Mumm, mir zu helfen. So, pass auf, ich mache es jetzt komplett anders. Ich nehme jetzt die Weltkarte und reise komplett woanders hin. Und zwar hatte ich doch schon eine. Was ist Dorf? Schleifstein. Ach, jetzt muss ich ja auch noch zum Schnellreisekreuz, ne? Ja. Stinkt ja.
Was sagt man dazu? Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Komm, quatsch mal mit dem Bauern eben. Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Willst du nur an ein paar Münzen kommen oder hilfst du mir aus einem anderen Grund? Was du da am Scheideweg getan hast, deswegen lassen sie dich nicht rein, stimmt's? Der Wirt? Der Ehemann meiner Schwester. Der Wirt? Der Ehemann meiner Schwester. Gut, ja, ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfels regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet, nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Das ist ja schön jetzt, dass er das alles geklärt hat hier für ihn. Ich bin nur jetzt eigentlich dafür, dass man erst diese hier macht. Das machen wir jetzt auch. Ich suche jetzt das scheiß Kreuz hier. Und repariere mich eben erst schnell. Komm schon, Plötze. Lauf, Plötze! Lauf, Plötze! Weiter so, Plötze! Okay, hier dann nämlich schneller. Halt! Ich hätte vielleicht meinen Novi gerade erst noch ein paar Quests machen sollen. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich schon auf im Weißgarten. Hier sind immer noch unerkundete Orte. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Cirilla. Der Kaiser wird uns führen, geradewegs nach Novigrad.